Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Toads Drescher-Trecker. Ja, der Drescher-Trecker. Leute, was geht ab? So, wir wollten in dem Part voll cool sein und wollten erstmal ein bisschen Münzen uns holen und das machen wir natürlich auch. Münzen waren. Chica, chica. Dann machen wir nochmal das hier. So, immer abwechselnd. Einmal das, einmal das. Das ist doch voll die Abwechslung. Ich brauche dieses Ding. Moment, wir müssen das... Moment, Moment, Moment. Bäm. Ich habe zwar jetzt kein Leben geholt, aber ich habe 153 Münze. Das ist immerhin auch was. Yay. Okay. Cool. Leute, ich habe euch gesagt, wir wollen in dem Part nochmal ganz kurz hier dieses Level machen, weil ich würde gerne wissen, wo dieser erste verdammte Diamond ist. Dieser Edelstone. Deswegen gucken wir uns mal ganz kurz um und gucken, ob wir den finden. Weil er kann ja jetzt gar nicht so krass... Moment. Da leuchtet was. Oder? Bilde ich mir jetzt ein? Sieht so aus, als ob da was leuchten würde. Da, direkt da drunter. Jawohl, Ari. Du Arschlochspiel. Ja, ich habe das durch die Kiste glitzern gesehen, dass da irgendwas ist. Na Leute, müssen wir das Level nochmal schnell beenden. Aber jetzt haben wir ja alles gefunden schon. Das geht ja ganz flicks dann. So, Moment. Wir brauchen das andere Rübenteil noch. Die Rüben wollen der Mühle. Um den anderen Shy Guy wegzupeffern. Komm her, Mr. Guy. Mr. Guy. Und dann rennen wir einfach durch das Level durch, ohne irgendwie groß was zu holen und zu sammeln. Wir kennen das Level ja schon. Nur damit wir auch den letzten Edelstein da noch haben. Damit wir auch das abgeschlossen haben, weil darauf bestehe ich dann schon so ein bisschen, damit wir die alle holen. Ich hoffe mal zumindest, damit es in den nächsten Leveln... Oh, Moment, Moment. Das will ich aber nochmal machen. Das war cool. Das ist geil. So, nee, darauf bestehe ich irgendwie halt, die alle einzusammeln. Außer es ist halt der Fall, dass in den späteren Level das so krass schwer ist, dass ich keinen Bock mehr drauf habe. Dann könnte ich meine Meinung vielleicht nochmal kurz ändern, aber ansonsten ist der Plan eigentlich, dass wir die alle einsammeln. So. Gott, das Leben verfolgt mich. Das Leben hat mich bis hierhin verfolgt. Wow, saugeil. Das war cool. Das war cool. So, zack. Zack und zack. Ist doch gar kein Problem. Zack, 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 zack. Bam, 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 bam. Okay, haben wir eh schon. Geil, scheiß drauf. So, jetzt so schnell dadurch. So, zack, zack. Und da haben wir das Ganze doch wieder mal geschafft. Ging doch richtig schnell von der Hand. Yeah. Ach Leute, ist doch schön. Oh, und nochmal die Zwischensequenz. Oh, ich hab's weggedrückt. Einfach, weil wir es schon kennen. So, tada. Und ein Stempel für uns. Sehr gut. So, Mission rettet Toadette. Toadette. Ja, ihr habt gemeint in den Kommentaren, sie wird Toadette gesprochen und nicht Toadette, wie ich es immer gemacht habe. Also sagen wir einfach ab jetzt Toadette. Bei Verbesserungsvorschlägen bitte in die Kommentare. So, oh, das sieht mir sehr stark nach der ersten Konfrontation aus mit dem Riesenvogel. Wingo heißt der gute Typ anscheinend auch noch. Wingos Wachturm. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Auf geht's, Leute, auf geht's. Help me, help me. Oh Gott, sie ist so süß. Okay, das sieht gefährlich aus. Wow, wow, okay. Okay, das sieht gefährlich aus. Was muss ich machen? Okay, wir rennen einfach mal drauf los. Okay, die Musik ist geil. Okay, ich hoffe einfach mal, dass ich alles richtig mache hier. Wir gehen einfach mal hinten lang, weil hinten ist sicher. Hier hinten fühle ich mich sicher. Naja. Oh, Münzen. Münzen! Moment, muss ich ihn abwerfen oder so? Uhr. Haha! Ich habe ihn abgeworfen. Und nochmal abgeworfen. Oh. Ich bin aus Versehen runtergefallen.
Muss ich den abwerfen oder muss ich oben auf den Turm drauf? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich werfe ihn einfach mal weiter ab, vielleicht bringt das ja irgendwas. So, Moment, Toadette, ich komme! Oder auch nicht? Moment, Toadette, ich komme! Oh Gott, der macht zu viel Wind. Kann er mal stehen bleiben? Ich will doch die bloß abwerfen. Mann, ernsthaft. Er kommt wieder hierher. Okay. Oh Mann! Ja, der muss als nächstes aber jetzt hier hinkommen. Das ist mal ehrlich. Bam! In your face! Nicht getroffen, verdammt! Das war schlecht, Leute. Okay, Moment, Moment, Moment. Der müsste als nächstes ja hier hinkommen. Bams. Und Bams. Haha, was sagst du denn jetzt? Jetzt sagst du nichts mehr. Oh, genau, die Edelsteine dürfen wir gar nicht vergessen. Die sitzen ja auch noch hier in dem Level. Okay, hier geht's wahrscheinlich hoch jetzt. Genau. Okay, zap, zap, zap. Nur Münzen oder was? Ist ja total unnötig. Münzen. Oh, ja, ja, ja. Nein, nicht runterfliegen, Toad. Okay, Moment, da geht's noch hoch. Okay, wirbel mal nach vorne, Kollege. Vielen lieben Dank. Moment, kann ich ihn abwerfen damit? Ich treffe ihn einfach nicht damit. Ah, oh Gott. Moment, aber ich, vielleicht treffe ich ihn ja hier. Moment. Aha, hit you. In the Phaser. So, ist das Nummer 2? Okay, das ist Nummer 2, sehr geil. So, geh mal die Münzen sammeln, einfach mal, weil wir es können. Wow, das war uncool. Das war uncool und hier sind noch mehr Münzen. Einfach mal mitgenommen. Weil ich es kann. Because I can. Yes, we can. So, okay, Moment, Moment, Moment. Ich will nur mal da hoch. Nein, nicht da hoch. Das andere hoch, Toad. Das hoch hier, meine ich. So schnell, bevor es wegwirbelt. Ah, ja, ja, gerade so geschafft. So, Moment, da geht's lang. Na, wow, ganz, ganz ruhig bleiben. So, da geht's hoch. Okay. Das war cool. So, Moment. Eia. So, Moment, abwerfen. Bam. Und, falsche Richtung. Das war eh nur eine Münze, glaube ich. Ach, keine Ahnung. So, was muss ich hier tun? Moment, ich muss warten, bis er da, glaube ich, wieder hinwirbelt, ne? Wirbel mal von der anderen Seite, Kollege. Ich hätte gern diesen letzten Edelstein. Ja, genau von hier musst du, glaube ich, das machen. Nein, nein, ja, hier, Gott, Gott. Hä? Bringt auch gar nichts. Hä? Das verstehe ich nicht. Hä? Ach so, von da. Und dann? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich muss mir die Sachen nochmal angucken. Moment. Nein, 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 nicht da rein, Toad. Nicht, was zur Hölle tust du? Das ist alles so verwirrend. Moment, wo will ich denn hin? Daneben will ich hin. Boah, das ist aber ein kompliziertes Level hier. Ich meine, eigentlich ist es überhaupt nicht kompliziert. Aber es dauert ein bisschen lang. Und da außen, diese Dinger drehen sich auch. Das ist voll cool. So, genau. Das ist die richtige Richtung, lieber Freund. Du bist ein freundlicher Vogel. So, jetzt nochmal außen rum kurz. Wow. Und jetzt müsste er eigentlich von vorne machen. Also, Moment. Also beim übernächsten quasi, genau. Und dann müsste ich vielleicht irgendwann da hochkommen. Weiß ich nicht. Ich suche erstmal Schutz da hinten dran. Haha, hier kannst du mir gar nichts. So, und jetzt müsste er es eigentlich nach hinten schieben, genau. So, richtig. Und hier bleiben wir einfach dran hängen. Und warten, bis es wieder zurückgeschoben hat. Und dann gehen wir einfach hoch. Haha, das ist ein Plan, Leute. Weil dann können wir uns noch den letzten Edelstein holen. Und eventuell sogar durchlaufen. Ja, genau. Wir können sogar durchlaufen dann. Sehr nice. So, Moment, wir warten mal, bis er aufhört zu wirbeln. So. Und jetzt geht's da rein. Ah, schön. So, und jetzt sind wir ganz oben. Was können wir denn hier machen? Können wir irgendwas Cooles machen? Oh mein Gott, bitte sei lieb. Blitze. Was zur Hölle? Oh mein Gott, es ist fucking viel Geld.
Was bist denn du für ein Geldvogel? Oh Gott, es geht noch weiter. Oh Gott, was muss ich tun? Oh mein Gott, bitte tu mir nicht weh. Bitte tu, Gott im Himmel, tu es nicht. Oh mein Gott, okay. Bam, Motherfucker. Moment, und... Nein, bam, Motherfucker. Und noch einmal. Nein, verdammt, was geht ab? Bitte mach nichts Blödes jetzt. Oh, dankeschön. Liebe Toadette, sehr freundlich von dir. So, was tut er? Okay, er macht wieder das hier. Die Rübenattacke. So, Moment. Zack, zack, zack. Und, bam. Haha! Autsch. Sie steckt fest. Leute, das war cool. Alter, guck mal, wie viel Geld und Gold hier rumliegt. Oh, ich bin fucking reich. Toadette oder Toadette, wir sind reich. Wir sind fucking reich. Wir können uns extra unser eigenes Haus kaufen, endlich. Wird auch mal Zeit. Und wir können uns auch zur Ruhe setzen, bei so viel Geld. Yay! Mein Toadette ist so cool. Ich feier Toadette. Sie ist so goldig irgendwie. Hallo! Hallo! Udo! Yay! Wieso rumdansen? Yay! Und nebendran stellen. Yay! Okay, das ist cool. Oh Gott, ich feier's. So, sammeln wir den Stern! Wie sie sich freuen. Das ist so süß irgendwie. Okay, cool. Und nu? Und nu? Das kann aber jetzt unschwer... Also das war ja noch nicht das Spiel jetzt, ne? Also ich weiß ja, dass das Spiel, glaube ich, 75 Level hat. Warum auch immer jetzt schon die Credits kommen, ist ein bisschen merkwürdig. Aber hey, was für ein Part haben wir denn? Part 6? Part 6, Leute, die Credits. Resonanz, wie fand ich das Spiel? Das war wunderschön. Nee, warum kommen jetzt schon die Credits? Meine Fresse, Leute. Naja, mal gucken, was jetzt noch passiert. Auf jeden Fall, der Vogelkampf war cool auf jeden Fall. Oh, yeah. Der hat mir gefallen, doch, muss ich schon sagen. Und auf jeden Fall ist Toadette mega cool. Und ich glaube, wir können jetzt mit Toadette spielen. Oder Toadette. Man, es ist immer noch, in meinem Kopf heißt sie immer noch Toadette. Ich weiß nicht wieso. Egal. Auf jeden Fall, sie ist cool und wir können sie, glaube ich, jetzt auch spielen. Und das machen wir auch, denke ich mal. Mal gucken, ob es geht. Aber es sollte eigentlich gehen. Und ansonsten gucken wir einfach mal, ob jetzt halt noch ein paar mehr Level kommen. Weil, ja, wie gesagt, das war's ja noch nicht. Executive Producer, so heißt das Wort. Satoru Iwata. Tada! Yay! So schön. Ende. Ah, da geht's noch weiter. Tading! Schön. Speichervorgang. Spielfortschritt gesaved. Ah, Episode 2 ist nun verfügbar. Okay. Das war bloß die erste Episode. Ah, jetzt ergibt alles einen Sinn. Okay. Hier ist wieder was Neues. Moment, mal ganz kurz gucken. Achso, das ist immer noch das Alte. Okay. Das ist immer noch das. Das machen wir trotzdem am Schluss, würde ich sagen. So, dann würde ich mal ganz kurz meinen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Wir haben nämlich alle Edelsteine, ne? Lass mal kurz rechnen. 18 Level. 18, 36, 54, haut hin. Ja. Wir haben alle Sterne, alle Edelsteine und auch alle Sterne.
Und der Rest ist erstmal irrelevant. Guck das jetzt an, wie schön. Das ganze erste Buch komplett. Schön. Ah, was mache ich jetzt die Zeit noch? Ich will eigentlich jetzt gar nicht das zweite anfangen. Das würde ich gerne im nächsten Part machen. Egal, gucken wir mal kurz rein. Was sagt denn die Story? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich weiß ja nicht wieso, aber irgendwoher kenne ich das. Naja, schauen wir mal. Aber Todd hätte jetzt nicht wieder gefangen genommen werden. Wir haben dich gerade erst gerettet. Yay! Das war schwer. Oh ja. Ha, jetzt läuft das Ganze umgekehrt. Okay, verstehe. Anscheinend gibt es entweder noch einen Vogel oder der Vogel lebt anscheinend noch. Aber allen Anschein nach wurde jetzt Toad mitgenommen und Toadette ist zurückgeblieben. Das heißt, wir spielen den Spaß jetzt hier mit Toadette. Captain Toast Treasure Tracker 2. Ja, klar, natürlich. Jetzt quasi Captain Toadette's Treasure Tracker. So, Captain Toad wurde entführt. Oh no! Ach, so schön mit ihr jetzt zu spielen. Ach, ich freue mich ja irgendwie, ne? So, der große Rutschenberg. Komm, machen wir einfach noch schnell die Runde hier. Ach Gott, wie cool. Here I go! Was? Oh Gott, sie hat auch eine Lampe. Yeah! Voll cool. Zing, 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 zing. Ach, wie schön. Oh Gott, das ist aber ein großes Level jetzt schon. Also es wird auf jeden Fall nicht leichter, merke ich. Was ist das hier? Moment. Ach so, wow, das ist ja fies. Moment, das ist fies. Moment, 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 Moment. Mach mal halblang, du Vogel, du. Oh gut, da unten sind diese Chucks. Oder Charlies, wie die heißen. Aus Mario World. Voll cool. Wie komme ich da durch? Ich weiß es gerade irgendwie nicht. Jaha. Jaha. Nein, mach ihn tot. Yeah. Mach ihn Toadette. Oh Gott, wie schlecht. Also da komme ich schon mal nicht hoch. Das habe ich irgendwie erwartet. Okay, Munsen. Bams. Haha. Und du? Na, Bams. Und Bams, so. Da komme ich auch nicht hoch. Ja, die Frage ist, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Vielleicht kann ich von unten hochschießen. Das wäre cool. Gucken wir mal. Yeehaw! Nein, geh weg. Du Chucky Charlie. Bam. Und er lebt immer noch. Bam, er ist tot. Er ist tot. Okay, und hier mein Pilz. Ah, sehr schön. La, 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 la. Nein, 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 geh weg. Oh Gott, diese... What? Da unten geht's ja noch weiter. Das Level ist... Oh Gott! Das Level ist fucking groß. Bam. Und du. Hey, komm mal her. Bam. Aha. Und du vielleicht auch noch? Nö, du nicht. Okay, ich hab noch keinen einzigen Edelstein gefunden, Leute. Das ist schon mal sehr gut, die Bilanz, die ich hier gerade aufstelle. Und ansonsten... Ah, das ist gefährlich, Leute. Okay, da geht's runter auf jeden Fall schon mal. Da ist auch ein Edelsteinchen. Aber da unten ist sonst, glaube ich, nichts, ne? Okay, wir rutschen, Leute. Rutschparty! Moment, der war hier links. Der war hier links! Wusste ich doch. Wow. Okay, das ist... Da oben ist ein goldener Pilz. Moment, 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 Mr. Chucky, Charlie, Chip, Chaplin... Gott, wie komme ich da hoch? Okay, er ist tot. Hä, wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Oder kann der mich werfen oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch gar nichts gefunden im Level irgendwie. Oh, yeah. Leute, das war's für heute auf jeden Fall. Aber schön auf jeden Fall, dass wir das erste Kapitel quasi beendet haben. Aber ich würde sagen, wir werden im nächsten Part das hier nochmal spielen und mal genau uns umgucken und die ganzen Edelsteine suchen.
Und den Goldpilz vielleicht auch irgendwie. Mal gucken, ob wir es packen. Und was gibt's noch dann hier? Auf dem Holzweg ans Ziel. Oh mein Gott, das sieht gefährlich aus. Ich glaube, jetzt wird's langsam ein bisschen tricky, Leute. Ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und macht's gut. Noch einen schönen Tag. Tschüss.